Oh, das sind die gleichen nochmal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Das ist schlecht, Cyrock, weil da werden wir wieder Was verlieren, denn? weil die waren einfach viel besser als wir. Sind das die gleichen, oder was? Ja. Oder was, oder was? Also wenn die wieder Terraner sind, die werden droppen. Voilà, voilà. Na Jetzt habe gut, ich das sieht Lied nichts mir aus wie selbst das in den Kopf DLC. gesetzt. Ist das nicht schlimm? Eigentlich müsst ihr jetzt nach Deutschland angucken, um dich kaputt zu lachen. Aber das ist zu frustrierend, wenn du das machst. Deshalb mach das mal lieber nicht. Warum? Weil das Land der Verlierer ist, oder? Aha. Ich find's ja gar nicht so schlecht, weil eigentlich mag ich solche Lieder für den ESC, aber sie nehmen sich halt. Also es wird halt. Man wird wieder sowas von Letzter werden damit. Aber ich, also eigentlich finde ich solche Lieder cool. Ich fand ja auch Jodel-It früher ganz geil. Als sie einfach, als Rumänien war es, glaube ich, einfach angefangen hat zu jodeln in einem Lied, ja. Wie cool ist das denn bitte? Jodel und Rap kombiniert haben die. Immer noch eins meiner Lieblingslieder beim ESC, aber erfolgreich ist es natürlich nicht. Wir brauchen wieder Needs More Gildohorn. Wobei mein Lieblingslied ist ja Großbritannien 2006, glaube ich. Des Simpson. Gildo hat euch lieb. Kann ich auch nur Wenn empfehlen. es Absolutes auch Guilty mal Pleasure. Tränen gibt. Ja, komm, dann nehmen wir halt kein Gas, aber Hinüber und egal. singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Immer wieder. Das waren noch Lieder, ne? Ging jetzt um Nussecken und Himbeereis. Ja, ich weiß. Habe ich in der Playlist für den ESC-Abend auch drin. Aber wie Aber wer so gesagt, Bullshit aufstellst, auf erst, das gewinnt immer. Vote for the Music ist immer noch am besten, ja? Der Simpson. Ist das der Vorgänger von Der Spiegel? Ja, so ungefähr. Es ist einfach, es ist schön, es ist sehr schön. Sehr, sehr creepy, Des aber Spiegel. die. Genau. Eines der mitbesten Let's Play-ähnlichen Videos, die ich je gesehen habe. Ja, da stimme ich dir zu. Nee, beide Des Spiegel. sind schon wieder beide das gleiche, das ist auch interessant. Schlimm ist, wenn ich gleich die Evo-Chamber töte. Hast du Einheiten, dann wäre es ganz gut, wenn du einmal dich gleich neben meine Evo-Chamber hier stellst. Die ich töte, weil da kommen ja gleich Viecher raus. Das wäre ganz gut, wenn du die Viecher attackierst. Aber er kontrolliert sie gar nicht erst. Ich Das ist alles gut. attackiere! Ja, ich attackiere! Ich Hätte mal, ich eigentlich eine attackiere. Probe fokussen müssen damit. Alles Brothers. Ich wäre aber eigentlich trotzdem für einen relativ zeitnahen Push, wenn das in Ordnung ist. Gehst du da konform? Nein, ich will kein Dings bauen. Ich will einen Overlord bauen, keine Queen. Also so ein schönen Zwei-Base-Push, wie wär's? Du gehst schnell auf Zealot-Charge und Dark Shrine parallel. Und dann pushen wir? Fände ich gut, oder? Lass das mal machen. Das ist gut. Und wenn die Detection haben, dann die Tees einfach zu Arcans morphen. Das hilft gegen Doppelzerg auch gut. Das sind ein bisschen viele Länge. Hat auf jeden Fall mehr Länge als ich. Vielleicht ist unser Plan auch schon jetzt gescheitert, zumal das ein Banning-Bust ist. Das ist StarCraft 2. Jetzt sind Master und spielen nur solchen Müll. Ja, aber Das das wäre mir macht doch nichts. peinlich. Lass sie doch, wenn sie daran Spaß haben. Das ist wie Fußballspieler, Fünferkette Nee, aufstellen. Das ist wenn dann ist peinlich. das wie Bayern München, ja. Das Ergebnis weißt du eh schon vor dem Spielbeginn. Zarok, übrigens, ganz wichtig, ja. Feuer mal deine Bayern-Spieler am letzten Spieltag an, ja. Wenn Bremen alles verkackt hat, nicht alles verkackt hat am nächsten Spieltag, hängt es tatsächlich wieder mal von Bayern ab. Und die haben schon mal gegen Mainz verloren, ja.
bitte lass das nicht schon wieder passieren, nur weil die schon Meister sind und wieder alles ricken wollen. Sozusagen, wir leben aus irgendwelchen Gründen noch, lass mal gegenpushen. Weil das Spiel ist eh verloren. Ja, ja, aber er hat auch mehr Linge als ich. Das ist das Hauptproblem. Ja, ich helfe meinem Alliierten schon. Warum ist diese Queen nicht hier? Alter, ich habe halt 1200 Mineralien, ne? Weiß nicht, warum ich heute so noobig bin, Cyborg. Es tut mir sehr leid. Aber in dieser Aufnahmesession muss ich bisher alles auf mich nehmen. Alter, ich bin halt 8 Minuten Supply blocked. Während ich mit Slow Roaches über die Map pushe, einzeln. Wo bist du eigentlich schon wieder? Cyborg, könntest du 2 Meter weiter nach vorne laufen? Oh ja. Kein Ding, ich lauf. Ich hab halt 1300 Minerals. Bei Minute 6. So, wir sollten jetzt pushen, weil je länger wir brauchen, desto besser sind sie vorbereitet. Da kommt LeQuen. Ja, ich würde sagen, GG. Ich weiß nicht, was hier heute los ist, warum ich so kacke spiele. Wahrscheinlich wegen Wulla, Wulla, Wulla. Du hast wenigstens versucht, Darkraft 2 zu spielen. Unsere so tollen, geilen Master-Gegner probieren das ja gar nicht. Naja, wir wollten auch einen Two-Base-Push spielen. So ist ja nicht. Das war auch ein Two-Base-Push von dem. So geht ein bisschen früher, aber was auch daran liegen könnte, ne? Dass ich kacke war. Ich muss nur die Quoten gucken. Italien hat nach seinem Auftritt auf jeden Fall ist in den Quoten gestiegen. Ging jetzt auf Platz 3. Interesting. Weißt du übrigens nicht, was für Leute wetten eigentlich mit Geld auf ESC? Also was muss man dafür... Also das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, man kann auf alles wetten, ne? Vor allen Dingen in England. Ich würde jetzt nicht mehr unbedingt wetten, dass Werder Bremen den Cut quasi schafft. Hey, also ich würde sagen, steht 50-50. Es kann aber halt auch sein, dass man noch 6 Punkte abgezogen bekommt, von daher. Weil ihr insolvent seid? Oder ja, weil ihr... es steht kurz davor, tatsächlich. Heute ein Artikel im Weserkurier. Also Bremen macht ja sowieso schon eine Fananleihe, bei der du 7,5% pro Jahr kriegst. Ja, das zeigt ja mal im aktuellen Zinsumfeld, wie hoch riskant diese Anleihe bitte ist. Erinnert das Gefühl, der Verein ist sanierungsbereit. Ja, also sie verlieren halt pro Spieltag 1,3 Millionen Euro, ne? Das wird nicht weniger. Ja gut, vielleicht, wenn man es halt schafft, in der ersten Liga zu bleiben und in der neuen Saison Fans wieder kommen dürfen. Dann macht man ja Gewinn pro Spiel, aber aktuell macht man halt Verlust pro Spiel. Oh, aber man wird halt im Sommer die ganze Mannschaft ausverkaufen, wo dann so spannende Leute gehen wie Dingchi, Dos Santos, Hesler und wer sie nicht alle sind. Wer zum Teufel ist Dos Santos, Hesler? Genau. Wobei es kann auch sein, dass der im Tor steht. Also, weil Pavlenka wird man wohl eher verkaufen müssen. Also ich sehe da aktuell sehr schwarz, muss ich zugeben. Aber vielleicht schafft man ja. Untersteht euch, euren komischen Raschitzer bei den Bayern zu parken. Nee, die wollen den sowieso nicht haben. Ja, Gott sei Dank. Naja, den haben wir uns ja nie gekauft. Ja, aber der ist ja auch was wert. Raschitzer kriegst du ja für ein Eis am Stiel oder so. Vor allem in der wirtschaftlichen Lage, meinst du? Ist auch, was die spielerische Qualität angeht, aktuell ungefähr gleichwertig wie ein Eis am Stiel. Jetzt bist du aber gemein zu deinen Spielern. Nein, also ich muss sagen, ich war sehr freudig überrascht, ob des Spiels gegen Leipzig. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Bremen das ganze, die ganze Zeit so gespielt hat, also das Ergebnis ist mir scheißegal, gegen Leipzig zu verlieren ist... Pff, ja.
Wen ja, interessiert das? Ich hab schon ganz andere geschafft. Aber, was man da gezeigt... Aber das sieht man auch. Da war ein Spiel, wo man was... Wo eben nicht die Grundeinstellung ist, wenn wir das Spiel verlieren, steigen wir ab. Sondern dann haben wir was gewonnen. Ich glaube, das macht unglaublich viel aus bei Bremen. Die sind einfach völlig, psychisch völlig am Ende. Also ich sehe die Chancen für Bremen aktuell in der Liga zu bleiben bei 50-50. Und zwar hängt es komplett beim... Also wenn ihr diese Folge seht, ist es wahrscheinlich schon groß entschieden, meiner Meinung nach. Denkt einfach daran, ob man Augsburg schlägt oder nicht, meiner Meinung nach. Augsburg muss man schlagen. Ja, das hoffe ich, dass Bayern das tut am letzten Spieltag, weil das ist entscheidend, damit dieser Plan aufgeht. Ja, das... Oh, Mars Reaper übrigens beim Gegner. Ja, geil. Ich habe keine Einheit. Ich hab das Gefühl, das könnte problematisch sein. Kann ich nicht engagen? Ja, ich auch nicht. Ich hab Speed. Wann ist jetzt mal endlich dieser Scheiß-Viech-Dings da fertig? Sag, du musst mir jetzt hier übrigens dringend helfen, sonst habe ich gleich keinen einzigen Worker mehr, ne? Die Erstgeborenen werden da, glaube ich. Ich habe einen ganzen Adept inzwischen. Was machen meine Worker hier? Ihr sollt jetzt worken. Work, 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 work. Die berühmte Künstlerin sagen. Wusstest du, dass die Chance übrigens auch bei 50-50 steht? Die stehen da hier noch rechts, ne? Zarok, bitte auf die drauf da, während die sich hier gerade raggen. Wir haben eine ungefähr 50%ige Chance, dass Flowrider noch irgendwie beim ESC auftritt. Für San Marino. Aber das Problem ist, der macht aktuell, und das ist kein Scherz, er ist aktuell noch in Miami, um bei einem Bikini-Contest zu bewerten, ja? Und das ist noch nicht ganz klar, ob er... Ist jetzt auch, würde ich auch behaupten, dass das wichtiger ist als das ist noch nicht ganz klar, ob er noch nach Rotterdam einreisen darf, wegen Corona-Beschränkungen. Der macht echt gerade ein Bikini-Contest-Bewertungsding. So, ich habe mal wieder 29 Worker bei Minute 5. Also Leute, ihr müsst euch übrigens in dieser gesamten Aufnahmesession noch darüber damit abfinden, dass ich ein bisschen fangirle ESC-mäßig. Das muss diese Aufnahmesession halt einfach sein. Ein bisschen fangirle ist auch eine super Aussage. Ja. Ich guck mal, ob die geäxt sind. Würde meinen, töte sie doch, anstatt an der vorbeizulaufen. Jetzt bist du zu spät, jetzt wirst du alles verlieren. Nee, nur die Hälfte. Ja, hättest du gesplittet oder direkt angegriffen. Eins von beiden und das wäre ganz anders ausgegangen. Hier ist einfach nichts. Die haben einen Bunker und davor steht nichts. Also kann ich einfach vorbeilaufen. What the fuck? Hier sind keine Echsen. Da ist eine Widowmine übrigens. Aufpassen. Wo? Ja, nicht nochmal reinrennen, bitte. Ich werde das dann schon merken. Du bist gerade reingegangen. Oh, sorry, es ist nicht dein Scheiß Ernst. Ja, wenn du auch nicht sagst, wo. Ja, du musst auch ein bisschen selber gucken. Ich bin auch parallel beschäftigt, weil ich bin schon wieder katastrophal. Guido Kanz-mäßig. Hier unterwegs und verkackt gerade alles. Ha! Gedodged, Noob. Oh nein, sie hat es wieder ausgelöst. War zu spät. Oh, sie hat ausgelöst? Die würde man hättest du angreifen können. Jetzt ist es zu spät. Ja. Wann ist denn jetzt endlich mal mein Reinforcement-Kram da? Aber solange die nicht exen, ist gut. Ja, sie exen gerade. Schade. Ich finde das gut, dass du mir diese dritte for free überlässt. Ich spiele aber auch so einen Much hier. Was? Meinst du einen Schmofsinn? Nein, einen Much. Viel schlimmer als jeder Schalke-Spieler. Kannst du mal einen Link nach vorne schicken? Nur einen, bitte. Nur einen. Nur einen. Nur einen. Reizt ihn wieder. Nee. Ja. Ja gut. Jetzt können wir die übrigens killen, weil jetzt hat sie ausgelöst. Ja, aber nicht nochmal alles drauf. Was machst du denn da? Warum? Wir sind doch noch gar nicht so weit. Du sagtest, jetzt können wir die killen. Ja, die Widowmine. Aber nicht den Gegner. Also, war vielleicht eine Fehlkommunikation? Ich dachte, du meinst den Gegner. Ich hab parallel 1000 Gas. Ich weiß nicht, was heute los ist, Cyborg.
Ich glaube, der ESC hat mich getötet. Was wünscht ihr? Ich geh jetzt mal ein bisschen auf eine größere Ökonomie. Ich habe meine Worker-Anzahl jetzt auch auf 59 Stück gedrückt. Katz. Das ist ziemlich schlecht, glaube ich, weil ich bin bei 53 und fühle mich sehr schlecht. Kas! Zaror, Kas! Aber eigentlich bist du schlecht gegen Kas aufgestellt. Kas 1 oder 2? Zaror, warum rennst du immer weg? Hilf mir doch! Ja, jetzt ist zu spät! Kas! Aber hätten wir anders auch regeln können. Immerhin habe ich währenddessen einige Worker getötet. Die Schlacht wartet. Ich komm sogar durch. Wir dienen mit Stolz. Vorwärts. Die Erstgeborenen werden siegen. Tötet jeden. Ich habe nicht wenig Ego-Schaden gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Parallel habe ich aber wieder nichts geschafft. Aber ich habe 27 Worker in meiner Natural. Immerhin. Ey, dieses Spiel läuft schon wieder. Ich weiß nicht, was heute los ist. Bin nicht im Mojo. Ich versuch mal was. Ja, ich auch. Ich hab mich jetzt entschieden. Wenn man schon Kacke spielt, dann bitte richtig Kacke. Uzark Mut hat. Zark, an einer Goldbase steht liegt eine Widowmine, ne? Bitte beachten, bevor du da alle Worker hinziehst. Achso. Hat ausgelöst. Sind sogar zwei Widowmines. Rechts ist auch noch eine. Links meine ich. Jetzt habe ich schon deine Rechts-Links-Schwäche übernommen. Genau. Und Liberator auf dem Weg zu meiner vierten und vielleicht auch woanders, nur dass du Bescheid weißt. Guck mal, jetzt hat er gerade gescannt in meine DTs rein. Das ist auch klasse. Wir werden gepusht. Ja, und mein Tech ist noch nicht durch. Also ich fürchte, wir sind gleich tot. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Mineralienfeld erschöpft. Sag, wir müssen jetzt hier mal an deine vierte, ne? Weil da kommt der Gegner gleich mit 180 Tanks. Also mit allem, was nicht Mutter ist, bitte dahin bewegen. Oh, das ist aber nicht viel. Mit dem Mutters bitte Fokus feiern. Wenn da so viele Turrets stehen. Er hat mich gehardcountert! Mit komischen Liberator-Gebimsel da. Du solltest da übrigens vielleicht oben einfach mal eine Detection-Dings und einen Spine-Crawler bauen. Guck mal, mir fallen nicht mal mehr die Namen von Einheiten ein. Was ist denn hier heute los? Habe ich einen Schlaganfall oder was ist los? Ich spiele aber auch nicht gut. Detection-Ding, echt. Weiß ja Gjormund sogar mehr vom Spiel als ich. Und das ist der Typ, der immer hinten auffällt und sagt, warum hast du gebremst? Ja. Immer noch eine meiner Lieblingsszenen. Wie kannst du einfach bremsen? Sag, kannst du mal bitte dich um die Widowmines da oben kümmern? Langsam wird's lächerlich. Ich hab das so ein Spinecrawl hin. Ja, aber du brauchst irgendwas auch, was angreifen kann. Weil vielleicht war es auch nicht so schlau, da drauf zu gehen, aber hey, in diesem Spiel mache ich irgendwie nur nicht schlaue Dinge, von daher. Ich brauch, glaube ich, auch mal ein Auricool bei den ganzen Widowmines. Ja, nicht die Marine. Ja, wobei es sind zu wenig. Aber dann nimm eben die Midivacs raus. Die sind schön viel Gas, den du die zockst. Wir werden vorne gepusht. Zark hat leider nur mit der Hälfte seiner Armee angegriffen, während ich noch nicht in Stellung war. Doppelt schlecht. Aber wenn wir die Tore rausnehmen, dann können wir das gewinnen. Nee, warum hören meine Einheiten einfach random auf in der Mitte des Fights und fahren wieder zurück? Wir machen einen Zarok-Move. Ja, wenn wir alle Tanks killen, haben wir, glaube ich, gewonnen. Widowmine. Gegen die kann ich nicht fighten, ja, gegen Marines. Warum kommt die so... Warum hat die Widowmine nicht ausgelöst?
Du kannst fighten, ich hab genug Void Race, dass wir zusammen genug Anti-Air haben. Ja, wenn da jetzt eine Widowmine eingeht. Ja, du kannst sie aber früh genug rausnehmen mit ein bisschen Micro. Oh, Tor! Ja, da waren jetzt, glaube ich, ein bisschen viele Widowmines. Ich hab noch nicht das Upgrade hier. Oder sind noch mehr Widowmines? Ich muss aufpassen. Nee, Widowmine, du darfst mich nicht kriegen. Wir werden Rache üben. Ich hab 3500 Minöls. Was ist hier heute los? Nee, wo bist du? Ja, nicht mehr da. Du kannst da nicht verhalten gerade. Mineralienfeld erschöpft. Energie. Aber es wäre ganz gut, wenn du irgendwann mal deine vierte Base da kriegst. Oder gib sie einfach auf und nimm die andere, die du schon hast. Vielleicht ist das der bessere Move. Ich weiß nicht, was hier los ist, Cyrok. Jetzt nuschelt schon wieder Zeug in seinen... Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch vorhanden ist, Bart. Ja. Hast du deinen Bart noch? Ja, sicher. Ohne fühle ich mich knackig. So, ich kann ja Bart nicht ab, das kratzt immer so. Ich habe gestern meinen 3-Tage-Bart wieder abgemacht. Also gegen Marines könnten wir das gewinnen, weil ich habe ein paar Explosionsgebimsel. Ja, ich habe Carrier, ne? Wenn sie für Scan würde ich meinen. Nur Upgrades habe ich irgendwie nicht. Ich würde fast sagen, wenn du gute Carrier hast, dann sind wir gar nicht so schlecht. Aber es ist nicht Sarah Louise. Die Tore musst du, Kollegen. Wie soll ich denn die Tore killen? Ich habe auch nur eher. Ohne Upgrades. Ich bin gemaxed. Ich hab irgendwie kein Gas, aber so richtig brauch ich ja jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin ja gemaxed. Allerdings ist mein Mothership noch nicht da. Ich geh mal auf seine Goldbase und versuch die mal rauszunehmen, um ein bisschen Supply freizukriegen. Na gut, mit dem großen Fort zurück. Ich hab ja nicht mal Salad Charge. Ich hab nicht mal Salad Charge. Meine Berserker gucken sich so ein bisschen an, was hier eigentlich so rumsteht, anstatt anzuchargen. Aber es hat sogar funktioniert, ja. Ich hab ganz schön viele Worker gekillt. Alter, bin ich schlecht heute. Germany zero... I'm sorry, 0 points. Das war auch wunderschön. Ja. I'm sorry. Und dann haben wir nur Punkte aus Belarus bekommen oben. Und das auch nur wegen eines Computerfehlers, ja? Bleib du mal unten. Der wird jetzt bestimmt droppen. Bleib du mal unten, bitte. Ja gut, wenn er nach Hause rennt, ist eigentlich egal. Dann können wir auch angreifen. Ja, dann lassen wir gleich angreifen. Ja, die Goldbase habe ich eh nicht benutzt. Ja eben, deshalb ist das eigentlich egal. Aber jetzt kommt er unten. Ja, jetzt bin ich leider gerade nicht in Position. Falsche Einheitenkomposition. Das ist irgendwie eine blöde Situation gerade, um anzugreifen, weil ich bin noch nicht da. Warum läuft er nach Hause? Ich glaube, er könnte einfach fighten und gewinnen. Aber das ist gerade das Beste, was passieren kann. Weil meine Lokis kommen. Ja, aber das sind 5 Stück. Also ich glaube, er hätte gewinnen können. Jetzt kann er natürlich nicht mehr gewinnen. Damit hat er verloren. Jetzt haben wir das Spiel gewonnen dadurch. Ich glaube, wenn er direkt angegriffen hätte... Wobei, vielleicht hatten sie auch keinen Scan, weil ich bin ja jetzt hier unsichtbar. Lass mal eben die Base herausnehmen. Okay, er hat schon gecancelt. Brauchen wir nicht mehr rausnehmen. Ich habe das Gefühl, die haben rechts noch mehr Basen. Ah, die kann sie nicht, weil das sind ja unsere. Okay, sie versuchen gegenzudrücken. Guck mal, er hat es geschafft, mit beiden Scans genau nicht meine DTs zu erfüllen. Oh, schade, er hat noch mehr Scans. Ah, mit Mythos da drauf gehen, weiß ich nicht, aber... Ja, ich hab halt nichts anderes. Ja, also ich bin halt immer noch gemaxed, ne? Jetzt haben wir doch verloren. Schade. Nö. Wenn er irgendwann stehen bleibt, dann haben wir die ja komplett abgeräumt. Ich bin immer noch bei 193 Supply, ich habe immer noch nichts verloren. Oh, er hat mich gefunden! Brauchst du irgendwas eigentlich? Also... Eine. Minerals könnte ich dir gut geben. Gas wird ein bisschen schwierig gerade.
Ich habe nämlich 6000 Minerals und 0 Gas. Kommt auch nicht häufig vor. Ich glaube, weil was spielen? Ich bin outgemeint hier oben. Das ist schade. Soll ich dir Minerals geben? Nein! Immer noch nicht. Ich muss noch so einen kleinen Switch. I don't feel hate. Ich muss noch so einen kleinen Switch reloaded. Ach, du machst die kaputt? Ja, ich dachte, ich flieg da mal rein, ne? Achtung, du hast gerade einen Carrier in der Widow, meine Meinung. Ja, Carrier, Schmerrier. Ich kann jetzt zur Not mich recallen. Ja, du gewinnst doch. Du fliegst wieder in den Ring rein. Will auch wichtig sein! Du bist ein wichtiges Mitglied dieser Gruppe, Zarak. Ohne dich hätte ich die Reaper nicht verteidigen können. Von daher stimmt das sogar in diesem Spiel. Ich habe das Early Game gemacht und du machst sie halt jetzt kaputt. Ich habe halt irgendwie gefühlt seit hier Minuten bin ich! Oder maximal eine Einheit verloren. Also wir werden jetzt gebase-traded, aber ich kann mich gleich recallen, das ist schon okay. Ich möchte aber eben ein bisschen mehr Production noch rausnehmen. Das ist nicht die Mech-Armee. Oh, Ghost Nuke! Guck mal, ob ich die Nukes hier rausgenommen kriege. Ja, du bist jetzt vorne alleine, ne? Nur, dass du das auch mitbekommst. Ja, du machst das hinten allein. Ich versuche die Ghost Academies hier rauszunehmen, um Nukes nicht mehr so möglich zu machen. Also wie gesagt, ich kann dir immer noch Minerals geben. Gas nicht, aber... Die Ghost Academy ist tot. Soll ich vielleicht auch mal weiter abkürzen? Kollege mit seinen Marines. Wiggle with the middle finger, Zalrog. Er hat sich gestimmt. Tut immer weg. Ich glaube, das ist gerade ziemlich gut, was hier passiert. Alter, diese ganzen Widowmines, ich sehe sie halt nicht. Da sind richtig viele Medivacs! Ja, vier. Da waren richtig viele Widowmines! Ja, tank mal bitte die Widowmines, das ist schon gut. Also wir bräuchten eigentlich, oh, du kannst da Overseer bauen. Bau mal bitte ein paar Overseer. Guck mal, ich habe hier Time Warp eingesetzt. Dass ich das nochmal tun werde, hätte ich auch nicht gedacht. Dafür können die noch nützlich sein. Overseer bauen. Die Marines kommen von hinten. Ja, macht ja nichts. Sollen sie mich ruhig engagen. Ich hab mit meinen Overseer die Widowmines ausgelöst. Ja, gut. Guck mal, die machen jetzt hier so ein bisschen auf, Gotti. Wir haben noch nicht bisschen verloren. Bisschen rumweinen, wir haben noch nicht verloren. Ich fahr doch immer auf 100% Gas. Das war auch einer der schönsten Momente, die ich in unserem gemeinsamen Aufnahmezeitpunkt jemals erlebt habe. Wieder da. Oh, ich hab kein Gas mehr. Mein Geiser kommt. So, das war dann diese Armee. Von dir? Nee, von ihm. Ich hab mich gerecalled in seine gestimmten Marines und alles tot. So, jetzt, ich hab den Switch jetzt auf Ultralisken vorbereitet. Auf Ultralisken? So, das war ganz schön lang, diese Folge. Das ist nicht gut, weil wir brauchen noch ein paar. Weil Zarak muss morgen arbeiten und hat keinen Rückentag. Ja, leider. Ich habe schlecht angefangen und mittelmäßig aufgehört. Hat gereicht. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe ja jetzt gefallen. Ich habe schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts diese Folge klicken und jetzt ausprobieren. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.